Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück jetzt zu einem weiteren wunderbaren Video. Leute, wir geben uns heute die beiden neuen Videos von Sascha. Die wurden ja leider auf seinem Zweitkanal hochgeladen, weil sein aktueller Kanal ja viele Probleme hat. Checkt dafür auf jeden Fall, falls ihr wissen wollt, was da los ist, den Channel Mehr Anzeigen aus. Da lädt Sascha seine Streaming-Highlights hoch und da habt ihr eine genaue Antwort auf all das, was gerade mit seinem Hauptchannel passiert ist. Deswegen, für alle, die es auch verpasst haben, Leute, geht alle nochmal bitte auf diesen Kanal von Sascha rauf. Der heißt Sascha Hellinger, das war früher Sympathisch TV, wo seine Gaming-Highlights hochgeladen worden sind. Geht darauf und lasst da alle nochmal ein dickes Abo da und gönnt euch da auf jeden Fall auch nochmal beide Videos, die hochgeladen worden sind, gestern und heute, falls ihr sie verpasst haben solltet. Wir geben uns jetzt heute XD und das Finale. Ich habe auf dem Thumbnail schon gesehen, es ist mit Knossi, Freunde. Knossi ist wieder hier und hat zugeschlagen. Wir werden uns beide Videos ansehen in einem. Ich hab Bock. Wir starten mit XD, Leute. Let's go. Here is my pretty boy swag. Huch, woher kommt das? Ich hab das in letzter Zeit öfter gesehen. Show that queen. Steht hier unten. Was ist das? Woher ist das? Ich hab das... Dieses Bild und auch andere Bilder von solchen Menschen habe ich schon öfter gesehen in letzter Zeit. Gibt's eine neue Show oder sowas? Alter, ich hab gedacht, Halloween war schon. Wo soll ich anfangen? Ich hab mal wieder unfreiwillig 2 Wochen Urlaub bekommen von YouTube. Ehrenlos. Auf meinem Kanal Ehrenlos. TV. Dementsprechend geht's hier weiter auf Sascha Hellinger. Leute, seid nicht gegrüßt. Wer von euch beiden ist besser in Glücksspiel? Oh nein, das hab ich Hab ich gesehen, Leute. Das ist von Monte. Da hat Monte Zuschauer besucht und hat denen so Geld geschenkt. Aber er fragt einfach diese Jungs, wer besser im Glücksspiel ist. Luca und ich waren mal wieder auf YouTube unterwegs und haben uns so angeschaut, was meine Kollegen hochladen. Und dabei sind wir auf den besten Prank ever gestoßen. Farbangriff auf meinen Lamborghini. Da das ist war von iCrimex, oder? Habe ich aber nicht gesehen, das Video. Das war von iCrimex, oder? Ist er das? Ich Als weiß erstes, nicht, wie er aussieht. Logischerweise muss ein Kollege den lieben Max ablenken. Inshallah. In der Zwischenzeit kann natürlich ein Kollege mit Farbe seinen Wagen bepinseln. Digga, man sieht ja gar nichts. Und schon hat man den Prank des Jahrhunderts im Kasten. Ja, ich kenne diesen Typen nicht. Ich weiß nicht, ob das wirklich iCrimex ist. Ich kann sein, ich kenne den aber, wenn nicht. Digga, stellt... Also, ich will niemandem was unterstellen, aber wenn... Prank des Jahrhunderts im Kasten. Wenn jemand sein Lambo so vollschmieren würde, dann würde er den entweder richtig wegschubsen, einen Dropkick reinhauen. Aber doch nicht so machen, oder? Hä, und vor allem hier? Wie versteckt filmen die denn bitte? Filmen die so versteckt? Mit einem Mikrofon noch, mit so einem Kameraarm noch, oder was? Ey, ganz ehrlich. Hä? Hä? Bitte jetzt nicht mehr klatschen. Danke. Als nächstes möchte ich gemeinsam mit euch einen neuen YouTube-Kanal auf YouTube Deutschland begrüßen. Oh. Denise! Ja! Oh nein, Leute. Ich habe erst überlegt, ob ich da eine Reaction zu machen soll. Aber es war mir zu unangenehm. Ich habe es mir so dann angesehen. Ey, das ist einfach... Wer sich das Video komplett angucken konnte, ja? Durchgehen, ohne zu pausieren und aufzustehen, der hat meinen größten Respekt verdient. Nicht viel bei dir! Und da finde ich es auch gut, ey, dass die jungen das Leute das war so noch die komisch Wetter geschnitten. Daheim unterhalten wollen, dass sie da ein bisschen in den Videos rumschreien, so wie Nico und ich. Das war so komisch geschnitten, das Video. Ehrlicherweise habe ich voller Genuss das Video von Denise mir angeschaut. Es gab nichts, wirklich gar nichts, wo ich irgendwie was einwenden könnte. Und... Ey, Real Talk, das war dieser Sound. Das ist nicht bearbeitet. Dieser Sound im Video war wirklich so. Ja doch, wobei vielleicht ein bisschen an der Tonqualität. Lieber Cutter von Denise, vielleicht das nächste Mal eher in die Richtung gehen. Real Talk, ja. Hat nicht mehr viel gefehlt. Ich bin gespannt, ob mein Vorschlag in die Realität umgesetzt wird. Aber schnitttechnisch, das kann ich dir auf den Weg geben bis zu einer 10 von 10. Das war wirklich halt so geschnitten. Es ist nicht jetzt hier von Sascha manipuliert worden, das ist wirklich so geschnitten. Und an der Stelle bin ich komplett raus. Ich bin todesfroh, dass ich meine Videos selber schneide und nicht den Cutter von Denise hab. Falls euch das Video gefallen ist aber hat, so. Gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr den Kanal Unsympathisch TV noch nicht abonniert habt, könnt ihr gerne dort ein Abonnement auf kostenfreier Ehrenbruder-Basis für mich da lassen. Ich würde sagen, wir sehen uns gezwungenermaßen die nächsten 2 Wochen noch auf diesem Kanal wieder, ey, wenn es wieder heißt. Echt schlimm. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, der arme Leon, Freunde. Hashtag Free Leon in die Kommentare jetzt. Hashtag Free Leon in die Kommentare. Das ist Leon,
Das ist seine Freundin, das ist Monte. Und Monte und die Freundin haben ein bisschen sehr geflirtet während der gesamten halbstündigen Limousinenfahrt. Und Leon hat die ganze Zeit diesen hier gemacht. Der arme Bruder, gefallener Bruder, Alter. Ja, mein Freund wollte nur Jägermeister trinken. Ja, wir müssen sie mal mit Eddie verkuppeln. Huch! Der arme Leon. Leute, geht wie gesagt nochmal auf den Channel rauf. Lasst einen Daumen nach oben da beim Video, damit das auch nochmal ein bisschen besser vorgeschlagen wird und in die Trends kommt und so. Und jetzt haben wir das Finale, Leute. Das Finale. Sascha gegen Knossi. Ey, Leute, ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt. Wann war das? Wann haben die sich denn gesehen das letzte Mal, Knossi und Sascha? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gar nicht, wann das gedreht wurde. Weil bei der Party war Sascha nicht dabei. Ich habe keine Ahnung, wir schauen rein, Leute. Let's go. Heute ist es soweit. Heute geht um Schreiben in die dritte Runde gegen... Oh. Ist ja immer geil, wie du dich aufbaust bei jedem Video, so auf einmal wie so ein Erdmännchen. Jetzt! Ey, Knossi ist einfach der natürlichste Entertainer, den es gibt. Ey, es ist einfach schön. Weißt du noch, wie um Schreiben geht? Natürlich, so easy. Bloß heute mal mit einem anderen hinter der Kamera sehe ich schon einen schöner Mann. Nico hinter der Kamera erklärt zum Beispiel jetzt Nico hinter der Kamera. Jungs, okay. Samstags 15.30 Uhr, du sagst Bundesliga, stimmt prinzipiell, ist aber nicht richtig, wir müssen genau das Wort erraten, welches Nico aufgeschrieben hat, das ist ganz wichtig. Ich würde sagen, erster Begriff. Moment, du hast zweimal gegen mich verloren schon. Einmal unentschieden. Du hast und heute dritte Mal. Einmal unentschieden. Let's go. Der erste Begriff Knossi, handelt Digga. Sich ums Thema Zeichnen. Pinsel, Bleistift, Kugelschreiber, Papier. Zirkel oder Dreieck wird sein. Es ist ein seltenerer Stift, Füller. Den man nicht jeden Tag... Edast. Den man eher im jüngeren Alter benutzt. Wasserfarben. Lami. Nee. Bleistift. Es gibt noch einen. Wachsmalstift. Wachsmalstift. Aus Gold. Bra, sprach ne neue Rolli. Ne goldene. Drei in Chat. Ey, mehr doch auch bei Cologne Watch, krass. Wenn ihr für mich seid. Beim nächsten Begriff handelt es sich darum, etwas zu stoßen. Kugel stoßen, Kugel, Billard. C, den C stoßen. Billard. Den C. Kühl. Ah. Es ist der Billardkühl. Das ist Fisch. So, beim nächsten Begriff. Das ist ein Fisch. Hä? Begriff handelt es sich um einen aktuellen Trend. Hä? Knossi ist einfach so komisch, aber dafür liebe ich ihn einfach. Ihr wisst Bescheid. Es handelt sich dabei um eine Frisur. Niemand! Wirklich niemand! Sind wir. Was? Klasse! Seid auf Kontostand! Seid auf! Wir sind im Türrechte! Lasst uns doch mal drüber sprechen. Oh nein, Alter. Seiten auf Frauenrechte, Mirella. Ratze, seid auf Kontostand. Seiten auf! Wir sind im Türrechte. Lasst uns doch mal drüber sprechen. Das habe ich aber gehört von irgendeiner. Das kommt nicht an mir, spinnst du? Ich suche nach dem türkischen Begriff. Bakwala. Ich suche nach dem türkischen Begriff. Bakwala. Knossi, Digga. Ich will das ausgesprochen hören. Knossi. Dankeschön. Alter, was ist das für ein Umschreiben? Noch nie hatten wir so ein... Das ist nicht mal ein Wort. Seiten auf Syphilis. Der nächste Begriff. Niemand, wirklich niemand, Knossi. Seiten auf Syphilis, man kennt ihn. Das sollte jedem geläufig sein, der Jens seine Videos kennt. König, Freispiele, Bücher, Nummer 1, Alge. Ruhe. Der nächste Begriff hat mit einer Größe zu tun. Zentimeter, Millimeter. Dezimeter. Meter. Mit einer Größe, die mir sehr gut gefällt. Brustumfang. BH, A, B, D, C. Es ist ein... Ey, das ist aber heute vom Niveau auch was ganz anderes. Katja Krasavice ist eine... Schleier. Der Clip war so gut. Eher allgemeiner, man wartet dort. Was? Bushaltestelle. Ey, hab ich aber auch direkt dran gedacht. Bring und gönn jetzt. Für diesenjenigen. Freut sich heutzutage jeder. Was? Seid ihr dumm? Was? Und zwar an erst. Oh, für Mehmet! Für Mehmet! Der Stelle. Mehmet! Nein! Nein! Das kann ich nicht machen! Schöne Momente mit Monte? Digga, das gefällt mir jetzt schon mal vom Niveau hier heute. 16:9! Die Frage war noch nicht mal gestellt. Ja, und aber es könnte doch jetzt gewesen sein. Wenn Jens es sieht, kriegt er einen Schlaganfall. Felge, Freispiele, Bücher, Slotmaschine. Es ist das Beste, was es gibt. Wolfgang,
Ey, Knossi ist aber schlecht heute. Knossi ist nicht in Form Benedika, heute. Nochmal sorry. Es ist ein Charakterzug. Schüchtern, emotional. Charakterzug. Was für ein Charakterzug? Schnur. Aggressiv. Laut. Unsympathisch. Ey, das ist wirklich 7 zu 2 der Endstand, ne? Es ist wirklich richtig, glaube ich. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen von dem Schreiben. Knossi am Boden zerstört, zu Recht. Die Position ist sehr komisch, Jens. Falls ihr den Kanal nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfrei lernen, was einer... Och, Knossi, schäm dich. Falls ihr eine alles entscheidende Runde haben wollt, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Schaut bei mir jetzt vorbei, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Das kann nicht alles gewesen sein, Leute. Der wäre der Einsatz gewesen mit, wenn es wieder heißt. Gut. Nein, nicht so. Wenn es wieder heißt. Macarena! Ach Mann, Knossi, was war denn los? Er hat echt reingeschissen, er hat ordentlich reingekackt, muss man sagen, Leute. Boah, Leute, lasst auf jeden Fall bei Sascha Hellinger noch mal ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan haben. Lasst da ein dickes Abonnement da, damit wir den Channel auch noch mal auf die 500.000 knacken. Damit Sascha einen guten Backup-Kanal hat. Bruder, ich kann nicht mehr reden. Gut, Freunde, das war's an der Stelle mit diesen beiden Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, bleibt fresh. So wie immer natürlich, wir sehen uns, habt einen wunderbaren Tag und...